Wunderschönen guten Abend. Leicht erregbar, gar nicht wahr. Ich bin die Ruhe selbst. Wobei, ich möchte meine 5 Minuten nutzen, eine schlimme Entwicklung zu geißeln. Und zwar das Aussterben der schönen Kaffeehäuser. Das ist doch wirklich wahr, die ganzen schönen Cafés gehen kaputt. Das ist nur ein Beispiel. In meinem Stammcafé in Freiburg haben sie eine Nichtraucherzone eingeführt. Vorbei, aus! Nichtraucherzone, da gibt es auch bald einen Brunch. Und Leute, die das so formulieren, du lass uns mal wieder brunchen gehen. Pff. Wir machen mal ein bisschen Frontalunterricht. Es gibt in Deutschland, grob gesprochen, 3 Großgruppen von Kaffeehäusern. In 2 dieser Großgruppen geht man prinzipiell nicht hinein. Das sind zum ersten, wie soll ich es formulieren, diese Bistro-ähnlichen Abwurfstellen für Jugendliche. Also die Kevin Marcel Cafés. Für die Kids mit den trendy Bindestrichnamen Kevin Marcel, Marvin Malte, Anastasia, Jacqueline. Ich weiß, dass es ein Klischee ist, wenn die Eltern Lehrer sind, heißen die Kinder Lukas und Sarah. Auf jeden Fall sitzen die alle im Café oder stehen davor, machen mit ihren tiefer gelegten Jeans das Trottoir sauber. Sie trinken Cola mit Red Bull, hören Musik, die sie nicht kapieren und warten aufs Erbe. Passt schon. Die 2. Gruppe von Kaffeehäusern, in die man nicht geht, das sind die Oma-Cafés. Kennt man nicht, das Oma-Café, wo man eigentlich gar nicht reinkommt. Man kriegt ja nur einen Platz, wenn ein Stammgast stirbt. Es ist ja so. Nein, es ist schon lauschig da. Ach, alles in so einem freundlichen Kackbraun gehalten. Da fiebt kein Handy, nur ab und an ein Hörgerät. Das Wasser bekommt man nicht zum Kaffee, sondern um das Kugident darin aufzulösen. Du hörst schon bis auf 100 Meter die zentralen Sätze aus dem Oma-Café herausschwappen. Wir haben das alles wieder aufgebaut. Wir haben das alles, das hat meine Oma auch immer gesagt, das war ihr zentraler Satz. Wir haben das alles wieder aufgebaut. Das wissen, glaube ich, viele in Berlin nicht. Meine Oma und 2 ihrer Freundinnen haben Deutschland ganz alleine ja, wieder aufgebaut. Ja, komm. Sonst hätte sie es ja nicht gesagt. Das hat mich als Kind mordsmäßig beeindruckt. Wir haben das alles wieder aufgebaut, Junge. Ja, Mensch, Oma, ist schön geworden. Guck mal, die ganzen Straßen, die Häuser. Du kannst dich ja nicht wehren als Kind gegen so einen Satz. Ich habe das mal versucht, weil ich so genervt war, als meine Oma das 100. Mal gesagt hat, wir haben das alles wieder aufgebaut. Ja, Oma, ihr habt es vorher auch kaputt gemacht. Da hat sie mich angeschaut und hat gesagt, nein, das war der Opa. Ja, hat sie gesagt, ja. Aber ist scheißegal. Wie heißen die anderen beiden zentralen Sätze im Oma-Café? Draußen nur Kännchen, du Pfurzpflaume und unter Hitler hätte es das nicht gegeben. Klar, ist ja völlig wurscht, weil beim 3. Kaffeehaustyp geht es erst ans Eingemachte, weil er unsere Cafés betrifft. Die Läden, in denen wir den Tag verbringen wollen, oder? Ist nicht hinzunehmen, dass aus jedem schönen Club so eine voll verstrahlte Juppie-Butze wird. Das geht immer unmerklich los. Auf einmal sind die Wände so Aprikot gewischt. Und dann kommt das Publikum, das dazugehörige Publikum. Es ist so unerträglich, wenn die alle auf einem Raum zusammengepfercht sind. Diese ganzen Ciabatta-Brotfresser. Die ganzen New Economy-Darsteller und ihre schwiemeligen Bestellungen abgeben. Eine Latte. Gönne ich mir heute mal eine Latte Macchiato. Eine Latte Macchiato im Glas mit Schaum und ohne Koffein. Was soll denn das? Kaffee ohne Koffein. Das ist wie Wichsen ohne Hände. Entschuldigung, das geht nicht. Ich will Ihnen auch nicht zuhören. Diese ganzen Leute, wenn sie von ihren traurigen Hobbys schwadronieren. Hör mal, ich mache ja jetzt auch Walking. Das tut mir ja so gut, das Walking. Hör mal, Walking, hackt's? Das ist Gehen. Gehen am Stock und das sieht scheiße aus. Nein! 2 Drittel von euch machen das bestimmt selber. Hier mit schön mit Stöcken den Teer kaputt. Es gab eine Zeit, da hat man die Klappe gehalten und einen Kaffee getrunken. Oder ein Feierabendbier in einer Kneipe. Heute geht man zu Afterwork-Partys in eine verfickte Lounge. Junge Menschen, die keine Ahnung davon haben, was Work ist, feiern Afterwork-Partys.
So, das muss reichen. Das nächste Mal spreche ich über Schusswaffen. Beziehungsweise über die Veränderung ihrer Haltung in den Fernsehfilmen der 60er bis 90er Jahre. Das ist ja auch interessant, das wissen viele nicht. In den 60er Jahren im Fernsehen hat man noch so geschossen. 60er Jahre. 70er Jahre? 80er Jahre? 90er Jahre. Danke für die Aufmerksamkeit.